Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video am, oh ist das schön, wunderbarsten 7. Dezember des Jahres 2017. Ihr seht, ich bin nicht alleine, was es damit auf sich hat. Und das Spannende, wie wir über das Thema Umsatz pro Kauf steigern sprechen. Und was dieser wunderbar gut aussehende junge Herr dazu zu sagen hat. Und was in diesem Umschlag hier ist. Junge, all das sehen wir nach dem Intro, also frohe Weihnachten, let's go. Oh, Jingle Bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle Bells, jingle all the way. Oh, what fun it is. Also, in dem Video passieren viele spannende Dinge. Erstens, am Ende dieses Videos gibt es was zu gewinnen und das ist in diesem Umschlag drin und ich muss sagen, das ist ziemlich fett. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe gerade geläuert. Ich glaube, jetzt weiß ich, was es ist. Liebe. Ganz viel und schau mal, ich habe selber das Herz hier drauf gemalt. So, und aber ich bin nicht alleine, denn neben mir steht der wunderbare Robert Wilhelm. Viele von euch werden ihn vielleicht kennen, die ihn noch nicht kennen. Robert ist Verkaufstrainer und vor allen Dingen Direktverkaufsexperte. Hilft uns in vielen Bereichen und wir helfen uns gegenseitig in vielen Bereichen. Das ist immer eine sehr fruchtbare Partnerschaft. Und den Robert konnte ich überzeugen, hier in diesem Video mal, über das Thema Preispsychologie und vor allen Dingen aber Überschrift Umsatz pro Kauf steigern zu sprechen. Robert, schön, dass du da bist. Ich freue mich total. Genau, das ist das Thema. Wir wollten mal anschauen, wie kannst du deinen Umsatz pro Kauf noch steigern? Jetzt ist es ja so, wir Menschen haben eine sehr starke Tendenz zur Mitte. Zur Tüte, zum Sack, zack, zack. Also ein kleines Praxisbeispiel, ich war mit meiner Freundin in Urlaub, wir wollten einen Sonnenschirm kaufen, den gibt es 1,60, 1,80, 2,20. Was haben wir genommen? Natürlich 1,80, weil 1,60 könnte knapp werden, 2,20, so groß sind wir nicht. Wäre vielleicht bei dir dann eher angebracht. Und haben uns sehr schnell für die Mitte entschieden. Und diese Psychologie können wir nutzen, wenn wir halt auch im Online-Marketing mit drei Paketen arbeiten. Ich gebe einfach mal ein Beispiel, du hast einen Online-Kurs und du sagst, Mensch, das ist mein Angebot, ich habe drei Pakete S, M und L, das ist dann natürlich das kleine, das mittlere und das große Paket und im ersten sagst du, pass auf, du hast folgende Inhalte, nämlich den Zugang zum Online-Kurs und du hast darüber hinaus noch die Checklisten für die einzelnen Videos. Dann packst du das hier rein und du hast einen Preis, meinetwegen 87 Euro. In der Mitte ist es so, dass du dann einfach nochmal da was draufpackst und sagst, okay, das ist natürlich auch dabei, aber du bekommst nochmal irgendwie den Zugang zu einer Facebook Mastermind. Geschlossene Gruppe, exklusiv für die, die sich für das Paket M entscheiden. 97 Euro. Und dann hast du nochmal richtig einen raus, indem du sagst, okay, und wenn du das große Paket nimmst, dann hast du all diese Dinge, die hier drin sind, aber du hast zusätzlich nochmal die Möglichkeit, zum privaten Coaching dabei zu kommen. Du kannst mich anrufen, du kriegst eine VIP-Telefonnummer etc. pp. Also von mir aus auch irgendwie Formulierungen, die dir wirklich helfen, dein Business aufzubauen. Nochmal ein separates Handbuch. Das bekommst du alles hier. So, 87, 97 und die große Version kostet dann 107. Oder 197. Oder 197. Also, du darfst auf jeden Fall nicht den gleichen Abstand haben. Du musst nach hinten nochmal richtig einen rausschießen und sagen, okay, wenn du das haben willst, dann ist das 147 Euro. Und jetzt haben wir gerade mit Pascal drüber gesprochen. Wir sind ja beide auch Männer aus der Praxis und haben sehr viel schon verkauft. Ist das so die richtige Reihenfolge? Also ist das jetzt auch, wenn du deinen Online-Kurs, dein Core-Offer verkaufen möchtest, ist das für dich die passende Reihenfolge, dass du sagst, ich fange von klein an und gehe dann nach groß? Aus meiner Sicht ist es hier komplett das gleiche wie da draußen in der Offline-Welt. Die Treppe wird in dem Moment immer von oben gekehrt und du nimmst dann erstmal, nehmen wir mal hier diese wunderschöne Farbe und sagst, pass mal auf, mein Freund, das ist deine goldene Ananas, das ist das größte Paket, was du von mir bekommen kannst. Da hängen sehr, sehr viele schöne Dinge für dich dran und der Preis dafür ist 147. Wenn du sagst, okay, die abgespeckte Variante ist vollkommen ausreichend für dich, dann kannst du den zweiten, den mittleren Weg gehen und du bist bei 97 und wenn du sagst, ach komm, hier irgendwie Facebook-Gruppe brauche ich nicht und ich will erstmal anfangen, ich will erstmal umsetzen, dann hast du am Ende ganz rechts auf deiner Seite das dritte und das kleinste Angebot für 87 Euro. Die Treppe wird immer von oben gekehrt und du sagst, was geht alles? Und wie kannst du erstmal anfangen? Aber die Reihenfolge, und da sind wir uns, glaube ich, einig, wird in der Praxis ganz oft andersrum gesehen. Genau. Tatsächlich. Also hier in dem Kanal geht es darum, dass du Dinge an die Hand kriegst, die auch wirklich funktionieren. Und ich finde den Spruch gut, die Treppe wird von oben gekehrt.
verkaufspsychologisch haben wir aber auch noch einen Grund, warum das so ist und warum es besser funktioniert, wenn du mit dem Teuren anfängst. Und zwar ist es das Kontrastprinzip. Wenn du in ein Geschäft gehst und möchtest einen Pullover kaufen, dann erkennst du gute Verkäuferinnen und Verkäufer daran, dass sie dir erstmal die teuersten zeigen. Ja, schauen Sie mal hier, wir haben hier den Senja-Pulli für, keine Ahnung was, 399 Euro. Und du sagst, also Junge, Junge, so viel wollte ich eigentlich nicht ausgeben. Sagst du, ach so, ja, gar kein Problem, dann gehen wir mal zu Hugo Boss, hier, 197 Euro. Sagst du, immer noch so ein bisschen viel. Ja, okay, gut, dann haben wir den für Marco Polo für 120 Euro. Du hattest ursprünglich vor, ein Pulli, Maximalbudget 80 Euro. Jetzt kommen die 120 aber nicht mehr so viel vor. Ist vielleicht mehr als zuvor, das auszugeben, aber sie kommen dir nicht mehr so viel vor, weil die mit dem Teuren zuerst eingestiegen ist. Und so empfehle ich dir, das dann auch auf der Webseite zu machen. Wenn wir hier mal ein fliegendes Tänzchen machen. Du kannst auf deiner Webseite, ja, da haben wir uns vorhin auch darüber unterhalten, diese Tabelle anbauen, ganz einfach, wo du sagst, da hast du deine drei Varianten. Und am erfolgreichsten bist du tatsächlich, wenn du sagst, hier, das ist die große Variante. Nennen wir sie mal L. Ich würde sie nie so nennen, aber das ist die große. Und dann hast du hier die Mitte und hast hier die kleine und arbeitest mit dem Kontrastprogramm. Die Mitte würde ich sogar ein bisschen highlighten und das auch farblich so ein bisschen hervorheben, vielleicht mit einem Rahmen drum, sodass sie auch ins Auge sticht. So mache ich das auch auf Bestellformularen im Offline-Bereich, aber eben auch online. Und dann kannst du noch, wenn du möchtest, irgendwie vielleicht so direktmarketingtechnisch eine blaue Handschrift hier drüber schreiben, unser Kundenliebling. Zum Beispiel, ja, oder bestes Preis-Leistungs-Verhältnis oder wie auch immer. Wichtig ist, dass du hier dran zu schreiben in blauer Handschrift, ist ein Direktmarketing-Tool, wird einfach viel häufiger gelesen, 6-mal häufiger ungefähr. Und du kannst ja jetzt nicht lesen, was hier steht, aber ich habe es ja gesagt, unser Kundenliebling. Dann nutzt du mehrere psychologische Trigger, ganz genau 2 Stück. Der erste ist das Kontrastprinzip. Mit groß anfangen, Mitte klein. Erstens. Zweitens, du nutzt hier soziale Bewährtheit, unser Kundenliebling, und du highlightest das Ganze. Ne? Mit den Aufzählungen, genau wie Robert das so eben sagte, zack, 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 zack. Ne? Also hier ist am wenigsten drin, da die Mitte, da das meiste. Und wenn du es so machst, wirst du in der Regel einen höheren Umsatz pro Kauf haben, weil mehr Kunden die Mitte wählen werden, als wenn du mit dem Kleinen anfängst. Das Schöne ist auch einfach, dass du dir das selber verkaufst. Also versetz dich mal in die Lage, du bist gerade auf dieser Seite unterwegs, du schaust dir das gerade an und du siehst, was hier alles drinsteckt und was alles möglich ist. Dann denkst du aber, ja komm, die meisten haben sich für die Mitte entschieden, das wird ja irgendwelche Gründe haben. Ich gucke trotzdem nochmal, ob ich vielleicht mit der kleinen Version erstmal klarkomme, und dann springst du von der kleinen Version wieder in die Mitte, weil du sagst, ach komm, aber das, was hier drinsteckt, das brauche ich schon und das will ich auch haben. Und übrigens, das haben ja die anderen auch. Also das ist ja schon ganz oft. Also so diese Zeugenumlastung da schon drin zu haben, ist genial. Und du erklärst dir selber, dass du die Mitte kaufen musst und dass du es auch auf jeden Fall brauchst. Ja, wunderbar. Also, ich möchte euch eine Empfehlung geben. Und zwar hat der Robert einen eigenen YouTube-Kanal mit echt coolen einfach Verkaufstipps. Ne? Wirklich aus der Praxis. Und ihr wisst, ich empfehle wenig, aber das empfehle ich. Ich verlinke das mal hier unten in der Showbox. In den Notizen findet ihr den Link zu seinem YouTube-Kanal. Abonniert ihn mal. Das sind coole Videos. Wie oft kommen Videos raus? Zweimal die Woche. Zweimal die Woche. Jeden Dienstag, jeden Donnerstag gibt es neuen Input. Super. Jetzt zum wunderbarsten Teil dieser Veranstaltung. Und zwar das, worauf ihr alle wartet. Was ist wohl in diesem Umschlag? Ich gucke kurz mal. Moment. Nix. Schade. Ja, weil ich habe es mir schon abgegriffen. Das eines der besten Bücher auf diesem Planeten. Alter, habt ihr das wirklich gekauft? Ja. Wow, da geht das ganze Geld also hin. Einer meiner Lieblingsautoren, Axel Anderson. Wer immer euch im Online-Marketing dieses Buch empfiehlt. Ihr müsst wissen, er hat es von mir. Ja, das Buch habe ich schon gelesen vor, ich weiß nicht, weit mehr als 10 Jahren. Und es ist ein uraltes Buch, aber es heißt nicht umsonst mehr Geld und mehr Erfolg mit Direktmarketing, Werbebriefen, Mailings und Direct-Response-Anzeigen. Denn das ist genau das, was du kriegst. Du wirst mehr Geld verdienen mit deinen Direct-Marketing-Medien. Ob das Anzeigen sind, ob das deine Webseiten sind, Salesbriefe, E-Mails, whatever. Das Buch ist von Axel Anderson, leider verstorben. So sah er aus. Cooler Typ, ein Schwede. Haben wir letztes Jahr auch verlost. Was kostet das Buch? Um die 100, glaube ich, ne? Wahnsinn. Kannst du ruhig was sagen? 50. 60. Um die 100 Euro. 50 Euro. Um die 100. Ja, I don't know. Es ist auch immer unterschiedlich, gerade wie es auf Amazon gelistet ist. Ne? Das kriegt ihr also. Ich mache auf jeden Fall mit. Was muss ich machen? Du musst mir gleich 50 Euro überweisen. und es gibt noch das VIP-Conversionator-Mehr-Geschäft-Armband. Boah, Leute.
Nicht schlecht. Das sind ein paar echt fette Gewinne. Die gibt's also. Was müsst ihr dafür tun? Das ist ganz einfach. Gebt dem Video einen Daumen hoch. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Und man muss natürlich Abonnent von Mehr Geschäft sein. Ja? Und ich weiß, dann schreiben immer manche ja bei mir in den Einstellungen, kann man das aber nicht sehen, ob ich Abonnent bin. Weißt du, was ich dazu sage? Pech. Es tut mir natürlich wahnsinnig leid, ja, aber so ist es halt. Also, die drei Sachen und dann gibt es noch zwei Turbos, die du zünden kannst. Geh auf Facebook, auf die Seite von Mehr Geschäft, abonniere sie und gucke nach dem Beitrag von heute, in dem wir dieses Video hier heute angekündigt haben. Gib dem Beitrag einen Daumen nach oben und in die Kommentare zwei Freunde markieren. Dann zündest du den Turbo für deine Gewinnchance. Und Freunde, das ist mal echt ein richtiger Kracher, das Ding hier. Ich weiß nicht, ob ich schon durchgelesen habe. Mein persönliches Exemplar sieht wirklich wild aus, wie viel ich da rumgekritzelt habe. Ich liebe dieses Buch. Ja. Boah, wie sehr ich das liebe. Ich könnte jetzt hier vor euren Augen erstmal eine Stunde schmökern. Stunde schmökern. Ich aber glaub, das wird euch langweilen, oder? Wir gehen, oder? Wir gehen schon mal raus. Ihr könnt gehen, ich lese ein bisschen. Okay. So, also, das kriegt ihr. Wenn euch das gefallen hat, Daumen nach oben, kommentieren, abonnieren, dann seid ihr mit dabei und zündet den Turbo auf Facebook gehen. Daumen nach oben plus zwei Freunde markieren. Robert, danke für dieses coole Video. Danke. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Einen wunderbaren 7. Dezember noch und wann auch immer ihr dieses Video schaut, einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.